Hallo zu einem neuen Technikvideo von Klettern mit 360 Grad Videos. Dieses Video wird wieder als normales und als 360 Grad Video aufgenommen, um die Techniken von außen betrachten zu können und auch aus der Sicht des Kletternden. Im ersten Video zur Klettertechnik haben wir bereits einiges über Körperpositionierung, Griff- und Tritttechniken gehört. Heute wird es um etwas speziellere Techniken gehen. Klettern kann körperlich sehr anstrengend sein, daher werden Techniken angewandt, um möglichst kraftsparend und ökonomisch klettern zu können. Die Positionierung des Körperschwerpunktes spielt dabei immer eine große Rolle. Ist der Körperschwerpunkt nicht in der richtigen Position, können Griffe oder Tritte nicht richtig belastet werden. Oder es entsteht eine sogenannte offene Tür. Eine Position im Klettern, bei der der Körper wie eine Tür aufgeht und von der Wand gedreht wird. In solchen Situationen kann der Körper nur mit erhöhtem Kraftaufwand an der Kletterwand gehalten werden. Neben der richtigen Positionierung können auch spezielle Klettertechniken hilfreich sein, um ökonomisch klettern zu können. Beim Queren einer Wand kann es oft schwierig werden, ohne umzugreifen, an die gegebenen Griffe zu kommen. Dafür werden Kreuzzüge verwendet. Beim Überkreuzen werden die Arme vor dem Körper überkreuzt. Dies mag zu Beginn zwar ungewohnt und schwierig sein, jedoch kann mit der richtigen Beinstellung ein sehr ökonomischer Kletterzug durchgeführt werden, ohne ständig umgreifen zu müssen. Beim Unterkreuzen wird mit der Greifhand unterhalb der Haltehand durchgegriffen und die Arme vor dem Körper unterkreuzt. Beim Unterkreuzen muss der Körper mitgedreht und anschließend auch wieder ausgedreht werden. Es kann auch vorkommen, dass mit den Beinen überkreuzt werden muss, um den nächsten Tritt zu erreichen. Dies wird auch Scheren genannt. Wird ein Tritt angestiegen, der sich höher als der des zweiten Beines befindet, wird vor dem Bein überkreuzt. Befindet sich der Zieltritt tiefer, wird hinter dem zweiten Bein überkreuzt. Eine weitere Technik, die öfters angewandt wird, sind die Schulterzüge. Von einem Schulterzug spricht man, wenn während des Weitergreifens mit der Haltehand zuerst gezogen und anschließend der Körper weitergeschoben wird. Dies kann erforderlich sein, wenn der nächste Griff weiter entfernt ist. Um auch hier Kraft sparen zu können, wird mit der Greifhand, also die Hand, die am Ende des Zuges den nächsten Griff erreichen soll, die Bewegung so lange wie möglich mitgeführt und unterstützt. Bei weiter entfernten Griffen kann es auch dazu kommen, dass statisches Klettern nicht mehr möglich ist. Bei dynamischen Zügen verlassen mindestens eine Hand und ein Bein die Kletterwand und es wird dabei auch mit Schwung zum nächsten Griff weitergegriffen. Bei mehreren dynamischen Zügen hintereinander kann der Schwung auch von Zug zu Zug mitgenommen werden. Dies kann sehr gut beim Speedklettern beobachtet werden. Verlassen bei einem dynamischen Zug beide Beine die Kletterwand, wird dies als Sprung bezeichnet. Dies waren nun noch einige Klettertechniken, die häufig beim Klettern verwendet werden. Es gibt auch noch weitere Techniken wie Kamintechnik, Ägypter, Figure of Four oder ähnliche, die jedoch im Anfängerbereich nur eher selten Verwendung finden.